Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich war am vorletzten Wochenende im Bikepark Geiskopf mit Manu und melde mich jetzt von daheim. Das erste Mal war ich da und da gab es gleich eine neue Strecke, und zwar die Enduro-Strecke, und die möchte ich euch jetzt in dem Video mal vorstellen. Ich bin die ein paar Mal gefahren und habe euch die Strecke jetzt einmal am Stück zusammengeschnitten. Eine klassische Enduro-Strecke, wie man sie so aus einem Enduro-Rennen kennt, wie zum Beispiel aus Willingen. Hat mir richtig Spaß gemacht, hat mir richtig getaugt. Da ist nicht viel gebaut, sondern eher mit irgendwie einer Motocross-Maschine oder so, mit der Motorsäge und einem Rechen durchgelaufen und gerade das Nötigste auf die Seite gemacht. Also eher so Singletrail-mäßig. Hat mir aber richtig getaugt, hat richtig Spaß gemacht. So kenne ich es aus dem Enduro-Rennen, zum Beispiel aus Willingen. Und deshalb war das richtig gutes Training, da mal ein bisschen zu fahren. War schlussendlich dann auch meiner Meinung nach meine Lieblingsstrecke fast. Und ja, die gibt es jetzt ganz neu im Bikepark Geiskopf. Ich weiß nicht, ob das nur kurz offen ist jetzt am Anfang oder die ganze Zeit. Und genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ich zeige euch die Strecke und am Ende vom Video gibt es dann noch ein paar Infos für euch, falls ihr Bock habt, die Strecke auch zu fahren. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß erstmal mit den Aufnahmen und ich würde sagen, wie immer, let's go! Ah, heute ist schon deutlich mehr ausgefahren wie gestern. Oh, hier ist es nass heute. Servus. Achtung. Danke. Servus. Oben. Oh. Ah ja, schön im Bachlauf. Oh yes. Hier ist jetzt richtig nass. Uah.
Ja, Leute, ihr habt jetzt die Enduro-Strecke einmal gesehen und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie bei mir beim Fahren. Klar ist das nochmal ein bisschen was anderes, wenn man nur das Video sieht, aber ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf die Strecke gekriegt, weil ich finde sie richtig cool, mir hat es richtig getaugt, richtig Spaß gemacht. Ich bin die richtig oft gefahren eigentlich. Und genau, wenn ihr die Strecke auffahren wollt, dann müsst ihr einfach, wenn ihr beim Bikepark Geiskopf mit dem Lift hochfahrt, egal welcher Lift, ob Schlepplift oder der Sessellift, nach rechts abbiegen Richtung Downhill-Strecke und da ist es dann auch schon ausgeschildert, Enduro, und es geht links von der Downhill-Strecke rein. Wie gesagt, ist ausgeschildert, habt ihr hoffentlich im Video gesehen, mit so Enduro auf Holzschildern geschrieben und mit so pinker Farbe umkringelt. Ich denke, die pinke Farbe ist ziemlich auffällig, da findet ihr die auf jeden Fall. Und genau, ihr habt jetzt mal so einen Eindruck von der Strecke gekriegt mit einem Enduro-Bike oder Trail-Bike, macht die richtig Spaß. Ich habe auch ein paar Leute da mit dem Downhiller auf der Strecke gesehen. Da haben ein paar Leute ein bisschen gestruggelt. Natürlich ist es fahrbar. Ein paar Kurven sind einfach mit dem Downhiller ein bisschen eng. Ich denke, mit dem Enduro-Bike habt ihr da am meisten Spaß. Aber natürlich mit dem Downhiller genauso fahrbar. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video seht ihr dann den anderen Tag vom Bikepark Geiskopf bzw. die anderen Strecken. Die schneide ich euch einfach dann zusammen. Da sehen wir uns dann aber hoffentlich im nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Haut rein, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie immer, und ciao!